Danke. Der Red Scorpion will gegen Adrian Sevilla antreten. Adrian Sevilla hat einen sehr, sehr kurzen Kampf hinter sich. Was sagt ihr? Red Scorpion gegen Adrian Sevilla? Wenn die WWE-Fans diesen Kampf sehen wollen, gib mir ein Hell yeah! Denn eindeutig an den Kampf zwischen Adrian Sevilla. Wenn ich will den Was Kampf Was sagt sehen? Das NWO Office? Das sind zwei Männer. Das NWO Office sagt, wenn die beiden Männer kämpfen wollen, sollen sie kämpfen! Und das Office stimmt zu, es wird das Match geben. Nach dem doch sehr kurzen Match des Adrian Sevilla. Und der Red Scorpion mit dem Handshake. Adrian nimmt ihn an. Adrian, der war ja bei der Cruiserweight Classic und der Red Scorpion, der ist ja so ein Cruiserweight. Er sollte also seinen Gegner bestens kennen von der Veranlagung her. Es sieht so aus, als würde das kein so kurzes Match werden wie gegen Valerian. Nein, sie konnten sich hier kontinuierlich aus. Der Red Scorpion, der hat ja den höchsten Sprung in der Geschichte von der NEW abbekommen. Bei Extreme Juvenile X ist da von, ja, fast vom Dach aus auf diesen Mann runtergekracht. Du sagst es, Luke, das war eine Schlacht, die ihresgleichen gesucht hat. Der Sprung, ein Sprung, der in die NEW-Geschichte einging. Aber hier sehen wir, wie Adrian Sevilla den Arm und die Schulter von Red Scorpion bearbeitet. Der Scorpion kämpft sich zurück. Will verhindern, dass der Scorpion zusticht. Adrian Sevilla geht in die Seile. Hurricane Renner, Herzlichen Armdrag und er hält ihn wieder am Boden. Mit all seiner Routine hat er diesen Griff angesetzt. Der Scorpion drückt Adrian in die Seile und ein Sunset Flip. Oh. Eins. Und es geht sofort weiter. Tempo! Wunderschöner Dropkick von Adrian Sevilla und das Cover 1, 2, 2 Count. Ja, die beiden treffen sich mehr auf Augenhöhe, als es Adrian und Valerian eben getan haben. Scorpion am Boden, Adrian nimmt dann noch ein wunderschöner hoher Leg Drop. Eins, zwei, doch Scorpion kickt aus. Adrian nimmt ihn noch runter. Wunderbarer Power Slam. Elbow geht daneben. Aber da ist Adrian wieder. Er lässt nicht locker. Er nimmt ihn nach oben. Konter. Scorpion in die Seite, Shoulder Block und er kriegt seine Energie. Front Drop Kick hier vom Scorpion. Schnell zum Cover und aber nur bis zwei. Sleeper Hold vom Red Scorpion an Adrian Sevilla. Er versucht ihn jetzt mit einem Aufgabegriff zu schwächen. Er will ihm da die Luft abschnüren. Jetzt nimmt er sogar noch die zweite Hand dazu. Also Adrian kommt kaum mehr an Luft, aber jetzt fightet er sich raus. Er kämpft sich zurück, er geht in die Seile und läuft ins Knie vom Red Scorpion. Was für ein Knie, einfach nur ganz kurz angezogen und Adrian ist am Boden. Und er setzt sofort mit dem Pin nach und wieder ein Sleeper. Man darf einem Adrian Sevilla keine Verschnaufpause geben. Dieser Mann, der nimmt da auch wieder die zweite Hand dazu, siehst du das? Ja.
Er übt dadurch viel mehr Druck auf den Nacken und den Hals von Adrian Sevilla aus. Aber er kämpft sich schon wieder zurück und ein Schoolboy, eins, eins. Oh, wunderbarer, brutaler Backbreaker und eine Halleluja! Eins, zwei, wieder nur bis zwei. Die beiden schenken sich nichts, sie sind technisch unglaublich begabte Wrestler. Und die Fans zollen es ihnen mit. This is awesome, Chance. Du hast es vorhin schon gesagt, Juvenile X und Red Scorpion haben sich bei Extreme eine unglaubliche Schlacht geliefert. Doch das hier ist eine technische Schlacht, was die beiden sich hier bieten. Und der Schlagabtausch. Der Sizilianer und der Südtiroler-Italienisches Duell hier. Uppercut, Schläge. Sie lassen nicht locker, alle beide. Das dürfen sie auch nicht. Adrian Sevilla springt in einen Tritt und einen Neckbreaker. Für einen Bruchteil der Sekunde ist der Red Scorpion da mit seinem Bein und hat gleich die Chance zum Cover. Es reicht nicht bis drei. Und der Schlagabtausch geht nicht ganz weiter. Was für eine Clothesline von Red Scorpion. Ja, der zieht die hammermäßig durch. Aber auch das nur bis zwei Aiden. Der ist, wie wir immer sagen, mit allen Wassern gewaschen. Ein hohes Knie von dem Red Scorpion. Aber es reicht auch nur bis zwei. Oh, was macht er jetzt? Er will nach oben. Kommt der Stachel des Skorpions jetzt raus. Adrian taucht unter dem Diving Crossbody durch. Herr Adrian, Ring Awareness. Ein Wort. Der Skorpion hat Adrian einfach zu viel Luft gelassen. Viel zu viel Zeit zu verschnaufen. Er läuft in einen Elbow, der Scorpion, und... Ja, wenn er gegen den Besten gewinnen will, dann muss er noch eine Schippe drauflegen. Adrian hatte, wir sehen es, Adrian hat die Zeit, sich zu erholen. Springboard, Crossbody, eins, zwei. Das könnte es geben, nein. Auch nur bis zwei. Aber du siehst, die Mann, er hat Energie gesammelt. Die Fans geben ihm die Energie, die er noch braucht. Damit der Red Scorpion, der ist hochmotiviert, das merkt man an jeder seiner Aktionen. Aber Adrian, der ist niemals zu unterschätzen. Powerbomb, nein, der Scorpion schlägt und Spinebuster von Adrian Sevilla. Eins, zwei, auch nur der Two-Count. Nachdem er so auf die Matte gekracht ist, nach diesem vernichtenden Spinebuster. Hast du das Grinsen gesehen? Adrian hat noch nicht genug. Severe Mode. Wieder auf dem obersten Seil und kommt jetzt wieder der Frog Splash. Und er geht daneben. Unglaublich. Unglaublich. Small Package jetzt. Eins, zwei, drei. Der Sieger dieses Kampfes, Red Scorpion! Er wollte diesen Kampf und er hat diesen Kampf für sich entschieden. Was für eine technische Schlacht diese beiden sich gerade geliefert haben. Zu vergessen, er hat ja zuvor auch das Match gegen Valerian gehabt. Das war zwar kurz, aber es steckt trotzdem in seinen Knochen.
und sie zollen sich Respekt und sie haben sich den Respekt von jedem einzelnen NEW-Fan hier definitiv hart erkämpft. Und natürlich auch den Respekt untereinander. Eine tolle Geste, aber so kennen wir Adrian Sevier, nicht wahr, du? Ja, liebe Fans, ihr seht, welches Risiko dieser Mann eingeht, um solche Aktionen durchzubringen. Und da kann man sich wirklich ganz schnell dabei verletzen. Und Adrian hatte wirklich Glück, dass er dieses Match überhaupt noch beenden konnte. Aber er ist ein guter Verlierer. Red Scorpion, ein verdienter Sieger. Ja, der Nacken ist ja so häufig die Problemzone beim Wrestling. So viele Wrestler mussten ihre Karrieren beenden wegen einer Nackenverletzung.